Ich habe heute, beziehungsweise ja, heute Nacht, also ungefähr so eine Stunde meine Sachen hochgestellt und heute Morgen schon den ersten Verkauf abgewickelt. Also die hat es direkt gekauft, nachdem ich gesagt habe, ja, der Artikel ist noch verfügbar. Jetzt habe ich sie unten gepackt. Das Problem ist halt, sie hat halt so eine Poststelle gewählt, ja, die 3 Kilometer oder so weg ist, in so einer Waschanlage oder so. Und keine Ahnung, da muss man jetzt irgendwie mit dem Auto hinfahren, aber da steht jetzt auch nicht genau, wie viele Tage ich Zeit habe, um das abzuschicken. Ich habe jetzt das hier reingequetscht. Ansonsten fotografiere ich noch die Fotos, Anziehfotos von meiner Schwester. Und es ist halt so, dass unsere Verwandten für meine Oma, die ja ihr Jubiläum hatte, ein Geschenk gekauft hatten. Und dann hat die Cousine von meiner Mutter gerade geschrieben, ja, ich habe eine Benachrichtigung bekommen, dass das nicht zugestellt werden konnte, weil sie den Familiennamen auf der Klingel nicht finden konnten. Das kann halt nicht stimmen, weil sie bekommt ja Briefe und das steht überall da. Also der Nachname von allen. Und ja, jetzt haben wir da angerufen und die haben gesagt, ja, auf dem Paket stand nur der Vorname und der Familienname hat gefehlt. Jetzt wird das wieder zurück zum Absender geschickt. Ich kutsche. Ukrainische Hausmädchen. Ja. Wieso ist das schön aus Ukraine? Sie ist eine Putzfrau in so einer ukrainischen Schule. Ich war eine Baby. Ich werde einkaufen und ich habe schon einen zweiten Verkauf abgewickelt. Oh, Digga, ich mache Posen und alles und Belichtung. Oh, Digga, f*** dich doch. Nein. Ich mache so viele Videos und so. А второй пакет я не буду на таком месте. Digga, dann gib mir heute zumindest. Nein, 10 Sekunden, 10 Sekunden. Продержишься? Nein. Haben wir was gegessen? Nein. Cringe. Die haben auch immer voll viele Kleider. Die hat nicht viele Kleider. Doch. Ich hab nicht einen für 30 Euro und dann muss man nicht ein Jahr rumlaufen. So gerade. Wir waren einkaufen, dann haben wir uns ein bisschen auf die Bank gesetzt, weil wir auf die Freundin von unserer Mutter gewartet hat, die ihr eine Zahnpasta übergeben. Die eine Zahnpasta, Digga. Warnung vor dem bisschen Hund. Bisschen Hund. Bissigen, aber da stand bisschen. Auf jeden Fall hat sie uns dann vorgelassen, wenn wir nach Hause gehen. Vielleicht fällt Schlüssel aus. Schlüssel ist in Einzelfach.